Oh mein Gott, gleich ist soweit. Ich werde von einer Freundin abgeholt und dann fahren wir mit dem Auto mein neues Baby abholen. Und ich war gerade im Sport, denn ich musste mich einfach ablenken. Ich habe zu Hause alles ready gemacht heute Morgen und konnte dann nicht mehr ruhig bleiben. Ich konnte mich auch nicht hinchillen. Ich musste in Sport gehen, weil ich einfach so aufgeregt bin. Ich konnte auch eigentlich die ganze Nacht nicht richtig schlafen, bin immer wieder aufgewacht. Und heute Morgen habe ich einfach geweint vor Freude. Und ja, ich habe schon die Wohnung vorbereitet und gleich gehen wir sie abholen. Hier habe ich den Kratzbaum heute Morgen aufgebaut. Hier ist schon ihre Box und meine Tasche mit Geld drin. Dann ein bisschen Spielzeug, ein Kuscheltier, das ich für sie gekauft habe. Da so Futterstation, ein bisschen Dreckswäsche hinter der Tür her. Und ich habe so einen Futterautomaten mit einer Kamera gekauft, damit, wenn ich weg bin, ich immer sehe, wie es ihr geht und ob alles gut ist. Ich kann auch darüber per Lautsprecher mit ihr reden und alles und sie füttern. Sollte ich auf Arbeit oder whatever sein, aber jetzt habe ich mir erstmal freigenommen. Hier in den Korb kommt dann später noch eine Decke rein, falls sie da chillen will. Ja, und hier haben wir noch ein bisschen mehr Spielzeug. Und hier an der Tür haben wir auch noch ein bisschen Spielzeug hängen. Und ich kaufe die Tage noch mehr Sachen. Das ist die Mami von der Kleinen. Oh, bist du cute. Oh, die Kleine ist ganz traurig und will aus der Box raus. Wir fahren jetzt schnell. Oh, Schatzi. Wir sind gleich zu Hause, dann darfst du raus. Ah, dein neues Körbchen, mein Schatz. Oh ja, das bist du im Spiegel. Hi, Baby. Hi, Kleines. Darf ich dich streicheln? Ui. Oh mein Gott, hi. Findest du Kaninchen da draußen interessanter als mich? Okay, aber du gehst nicht weg. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder? Mein kleiner Tiger. Klein Karma ist auch schon fleißig am Fressen. Das war auch eine der Sachen, vor denen ich mir am meisten Sorgen gemacht habe. Ob sie aus Stress essen wird. Aber wenn Tiere essen, dann ist das immer schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Da schläft gerade jemand ganz entspannt. Oh. Baby, gute Nacht. Wir spielen gerade das erste Mal richtig. Ich möchte, dass sie jetzt nachts gut schlafen kann. Deswegen power ich sie ein bisschen aus. Schatz. Ja. Lass die Maus los. Oh. Oh. Karma, du hast sie. Nein, nein. Pass rüber, Bro. So spielt man nicht Catball. Guten Morgen. Wir hatten eine etwas kurze Nacht. Es ist 6 Uhr morgens. Ich musste die Nacht über mehrmals aufstehen und bin mehrmals aufgewacht. Okay, sie spielt gerade mit der Schnur von meinem Handy. Warte, ich zeitdrehe mal kurz. Ja, wir verstehen uns auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Sie hat halt in der Nacht ein paar Mal kurz geweint und dann habe ich mich natürlich um sie gekümmert. Und jetzt ist sie schon sehr aktiv um 6 Uhr morgens. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach beschlossen habe, dass ich mich um sie kümmere und jetzt einfach aufstehen werde, auch wenn ich noch verdammt müde bin. Aber so ist es halt einfach, wenn man ein Tierbaby hat. Man muss sich halt einfach drum kümmern, auch wenn es in der Nacht ist und man schlafen möchte oder man gerne bis 10 Uhr ausgeschlafen hätte. Vielleicht machen wir später wieder ein kleines Schläfchen zusammen, aber jetzt werde ich erstmal mit ihr spielen. Oh mein Gott, das Licht ist gerade so pretty. Ich merke, diese Spielangel liebt sie auf jeden Fall total. Aber ich muss ihr sagen, dafür, dass sie gestern halt von ihrer Mama weg ist und das die erste Nacht ohne ihre Mutter war, bin ich so mega stolz auf sie. Also dafür war es ein Träumchen, muss ich sagen. Also dafür fand ich die Nacht super entspannt. Das darf man halt immer nicht vergessen. Das ist halt einfach ein Baby, das gestern von ihrer Mutter getrennt wurde. Und ja, ich bin echt stolz auf die Kleine. Ach, jetzt schläfst du wieder, junge Dame, hä? Jetzt schläfst du wieder, nachdem du mich geweckt hast. Du freches kleines Ding, du. Jetzt bist du wieder müde. Oh Mann. Super, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Ich bin wieder aus dem Sport zurück und ja, ich habe einen Top an. Man sieht es nur nicht. Es hat sehr, sehr gut funktioniert, sie alleine zu lassen. Ich habe öfter mit der Überwachungskamera geguckt und über Ton geguckt, ob sie weint.
alles gechillt, alles super. Sie hat nichts kaputt gemacht, nichts hingemacht. Und ja, ich habe gerade geduscht und dann haben wir gerade noch gespielt, um sie wieder ein bisschen auszupowern. Und jetzt werde ich mir erstmal Essen machen, weil ich habe heute noch gar nichts gegessen. So, das war's dann mit dem Vlog. Da habt ihr nochmal Karma. Die Kleine hat bis gerade noch geschlafen und ist gerade durch die Softbox aufgewacht. Es tut mir leid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt es gerne unten in die Kommentarfunktion rein. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche für mich und Karma habt, dann schreibt das auch gerne. Und ja, wie ihr seht, die Kleine und ich haben uns schon sehr, sehr lieb. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!